Ja, hallo, liebe Freunde, liebe kreativen Freunde, willkommen auf meinem Kanal Melly's Moments. Heute zeige ich euch, wie ich diese Karte gemacht habe. Also nicht diese, wir machen eine zweite. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Und Inspiration sind so momentan natürlich diese ganzen schönen Fotos aus dem Internet mit Kiesstränden, große Kiesel und. Aber das sollte ein bisschen in abstrakterer Art noch ein bisschen sein. Und ja, rausgekommen ist dieses gute Stück. Und ja, ich mache jetzt noch mal eine, aber ich glaube eher nicht in grün Richtung, sondern vielleicht mit ein bisschen mehr rosa oder so drin. Und ja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ja, ich nehme hier mein neues Papier von Baron. Ich muss tatsächlich sagen, dass das für diese Art von Arbeit gut geeignet ist, weil ich habe es mir einmal schon mal abgeklebt. Ich mit zu einem Hintergrund-Silikonstempel arbeite. Und da das so extrem glatt ist, das Papier, klappt das natürlich super. So, wer so einen Stempel nicht hat, das ist überhaupt nicht dramatisch. Schnappt euch irgendein nettes Gedicht, was euch gefällt. Schreibt euch das hier so in versetzten Linien drauf, in ganz klein. Oder macht einfach auch mal so eine Pseudoschrift, so irgendwie. Ist das auch immer, dass man irgendwas schreibt, wo man denken könnte, es heißt was, tut es aber nicht. Und auch das sieht dann im Hintergrund total cool aus. Ja, und ich benutze, wie gesagt, diesen Stempel und mache den aber nicht komplett drauf, sondern nur so versetzt. Klebe ich mir hier erstmal auf mein Aquapad drauf. So. Wichtig ist, wasserfeste Stempelfarbe, also auf Alkoholbasis muss die tatsächlich diesmal sein. Und ja, jetzt mache ich mir hier einfach mal so ein paar Ecken, nicht den gesamten Stempel. Genau, soll nur so ein bisschen verwaschen hier im Hintergrund. Ja. Genau so, mit so ein paar weißen Stellen. Und aber das könnt ihr, wie gesagt, auch selber schreiben. Ne? Kleine Schrift machen, irgendwas Nettes, irgendein Liedtext, der euch gefällt oder. Das ist alles auch möglich. So, der Rest vom Video läuft jetzt ein bisschen schneller. Ich schnappe mir hier Farben, ein Payne's Grey, ein Payne's Grey bläulich und ein Rosaton. Mache das richtig schön nass darüber. Ihr seht auch, ich setze das eher in die freien Flächen hinein. Die Schrift lasse ich so ein bisschen außen vor. Man denkt jetzt erst, ist ein bisschen dunkel. Ja, wird aber heller. Denkt daran. Und jetzt kommt noch Salz obendrauf, grobes Meersalz. Und dieses Salz macht diese wunderschönen blumigen Effekte. Auf diesem Papier funktioniert das tatsächlich mal richtig gut. Also ich hatte ja schon ein Video dazu mit Salz, da hat es nicht geklappt, aber hier seht ihr diese ganz tollen blumigen Effekte, die dieses Salz gemacht hat und dass es auch ordentlich heller geworden ist. Ne? Ja, schön mit dem Finger runter, das geht immer am besten. Und dann schnappe ich mir meine nächste Neuerwerbung. Ich habe so einen ganz super feinen Pinsel mir gekauft, so einen ganz langen, dünnen. Und damit setze ich jetzt noch Striche über das Papier. Und zwar ist das hier so eine Glitzerfarbe wieder. Die ist ein bisschen goldig, ein bisschen rosa. Einfach kreuz und quer Linien ziehen. Dann nehme ich auch noch mal das Payne's Grey dazu. Das ist auch sehr schön. Und was ich aber dann ganz am Ende bereut habe, ich habe dann noch mal so einen rötlichen Farbton drüber gesetzt. Und der gefällt mir diesmal am Ende von dem Ganzen, wenn es fertig ist, nicht so gut. Es hätte bei diesen zwei Farben besser gewirkt. Aber gut, ist halt passiert. Ne?
dafür ist es ja da, aus Fehlern lernt man. Und ja, wie gesagt, da setze ich jetzt einfach nur mal so kreuz und quer. Ihr seht, da mache ich gerade diesen rötlichen, goldigen, so ein Rotlimmerton ist das. Und der ist dann eigentlich doch mir ein bisschen zu krass nachher drauf. Aber okay. So, die Linien sind trocknen, die Schimmerfarbe schimmert schön. Und jetzt schnappe ich mir einen Bleistift und fange an, mir die Kiesel zu skizzieren, ganz sanft nur, und setze mir die in verschiedenen Größen drauf. Darauf achte ich darauf, dass ich immer ein bisschen Schrift habe und ein bisschen andere Fläche. Und auch bei dieser Karte ist mir aufgefallen, dass sie mir eigentlich zu voll war. Ich finde die grüne Karte, ihr könnt das hinterher vergleichen, ich setze die Bilder wieder rein, ein bisschen schöner mit den ruhigeren Stellen, die die noch hat. Aber es ist Geschmackssache. So, jetzt umrande ich einfach, weil es einfacher ist, nochmal das Ganze mit so einem schwarzen, wasserfesten Pinselstift, alle Flächen. Und dann wird angefangen und die restliche Fläche außerhalb der Kiesel wird schwarz gemalt. Ich mache das hier mit schwarzer Aquarellfarbe. Ich habe das aber auch schon mit diesem Pinselstift gemacht. Das funktioniert auch. Das bleibt euch überlassen, was ihr da habt oder womit ihr lieber arbeitet. Wenn man mit Aquarellfarbe nochmal rüber geht, dann löst man jetzt nochmal von den Glimmerstrichen ein bisschen die Farbe an und die verläuft dann nochmal im Ganzen, hat auch einen schönen Effekt. Ja, als nächstes muss das Ganze dann erstmal richtig schön trocknen und weil mir der Übergang ein bisschen hart ist, schnappe ich mir jetzt so einen Acrylstift in Grau und setze nochmal eine Umrandung um die Kiesel und an manchen Stellen mache ich die auch ein bisschen weiter, so wie hier. Verbreitere das Ganze, das gibt dann nochmal so einen leichten asymmetrischen Touch, das ist ganz schön. Und dann passiert mir etwas auf dem Teller, wo ich den Stift dann mal wieder ein bisschen drücke, damit die Farbe nachfließt, kommt mir so ein richtig schöner Schwallfarbe raus. Und da ich nichts verschwenden kann, nehme ich die dann mit dem Pinsel später und setze dann auch noch mal einfach graue Flächen, graue kleine Mini-Kiesel dazwischen. Und dadurch, dass das Schwarz Aquarellfarbe ist, verwäscht sich das und es gibt so richtig schöne Schlieren-Effekte auf den Stein. Das sieht auch richtig klasse aus. Ja, der Stift gibt euch dann auch nochmal die Möglichkeit, wenn euch eine Form nicht so richtig gefällt, die damit nochmal zu verändern, indem man da etwas dran setzt, es ein bisschen organischer zu machen. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe mir da so ein Grau rausgesucht, was dazu passt. Ja, und hier wird jetzt die Farbe nochmal drauf gesetzt, die mir da rausgeschwappt ist. Das war, ich hasse sowas, ich hasse es, Farbe zu verschwenden. Ja, jetzt mache ich hier einfach kleine graue Kiesel rein in die noch freien Flächen. Das ist bei der anderen Karte nicht. Das bleibt jedem selber überlassen, wie es ihm gefällt und ob er das mag oder ob er nur diese bunten Steine haben möchte. Also Geschmackssache. So, es folgt der letzte Schritt. Ich setze noch so ein paar schwarze, verkrüsselte Linien drauf. Hier übermale ich nochmal eine rote Linie, weil mir das einfach zu viel Rot war. Und meistens sieht das richtig gut aus, wenn ihr zwei ganz eng aneinander setzt. Und die müssen wirklich so ein bisschen
verkrutzelt sein. Und das gibt dann so diesen schönen Effekt, der manchmal in den Steinen zu sehen ist, wenn dann so andere Farben eingelagert sind. Und ja, nach Belieben. Ich finde, auch das ist bei der grünen Karte besser gelungen, aber es ist ja anscheinend so ein Vorführeffekt. Mich stören tatsächlich, wenn ich so auch jetzt noch wieder drauf gucke, diese roten Linien. Die sind mir einfach irgendwie too much. Aber gut, es ist so fertig. Ja, dann fange ich an, gleich das Klebeband zu lösen, wieder mit einem Föhn. Und erst dann, finde ich, wirkt die Karte. Die kommt dann so richtig, das ist immer so, ne? Dieser magische Moment, wenn man das Klebeband löst und dann erst sieht, wie das Werk geworden ist. Ja, dann wird das gute Stück später noch auf einen hellgrauen Kartenrolling geklebt. Und ich zeige euch zum Ende jetzt nochmal die Bilder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wer bis hierhin zugeschaut hat. Ich würde mich über einen Daumen freuen, über einen netten Kommentar. Und wer ein Abo da lässt, da freue ich mich natürlich auch immer drüber. So, hier haben wir nochmal die grüne Karte. Ich finde sie irgendwie tatsächlich ein bisschen gelungener, ein bisschen edler. Aber es ging ja nur darum, euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin, bleibt kreativ, eure Melanie.